Servusle, willkommen zurück bei Lego City Undercover mit unserem Chase, mit dem Voucher. Ihr seid da. Leute, ich mache das jetzt hier das zweite Mal. Ich habe es auch dann beim ersten Mal gleich geschafft gehabt und dann, wenn es da hinten gleich weitergeht, muss ich ein bisschen konzentrieren mich. So, jetzt gucken wir mal, ob das nochmal so schnell klappt. Ich bin recht gut durchgekommen. Da hinten wird er irgendwann weggeschleudert und klatscht auf so ein Poster. Und das Problem ist, dass man sich da, glaube ich, festhalten muss, wenn man runterrutscht. Ansonsten kann man alles nochmal machen. So, das hat geklappt. Da war ich auch ganz stolz. Und dann bin ich aber runtergeflogen. Ach, guck mal hier. Ihr seht schon, ne? Ich bin jetzt tatsächlich schon ein bisschen über 1 Million Geld, weil ich es halt einfach komplett bis hierher nochmal spielen muss. Ich kam nicht mehr hoch. Musste ich komplett beim Frankie vorne vorbei. So, jetzt hoffe ich, dass das hinhaut. Genau, den Farbwechsler brauchen wir für unten, für diese Klappe. Und dann geht hier ein neues Ding auf. So ein Parcours-Teil, wo dich wegschießt. Und da bin ich gegen das Poster geklatscht und war so überrascht, bis runter. Bis runter. Vielleicht kann ich das als Outtake hinten dranhängen, hinter diesem Clip. Ich muss mal gucken. Weißt du, dass ihr es wenigstens seht, aber ich wollte jetzt nicht nochmal das komplette Ding neu machen. So, wo waren das hier? Astronautenskin. Jetzt schaffen wir, jetzt gucken wir erstmal, dass wir es schaffen. Vielleicht wird es ja gleich nochmal so blöd, dann brauche ich den Outtake nicht. So, hier. Farbwechsler. Wo waren das? Hier. Erstmal Noch weg. ein Katapult. Super. Jetzt pass auf. Ich nehme hier einen schönen Skin, dass es mal anders aussieht, wenn ich gleich gegen das Poster hau. Pass auf. Ich muss mich konzentrieren. Da ist das Poster. Hier haut es ihn dagegen. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas steuern kann. Ne? Da dachte ich noch, hey, das langt doch nicht. Das langt doch nicht. So, jetzt pass auf. Hier. Oh, das ist mir beim letzten. Ich mache als Outtake hinten dran, wie ich ganz runtersaus und mich freue. Habt ihr das auch drauf? Erstmal hochkommen. Erstmal hochkommen, Roger. Ich muss hinten aufs Dach, um zu sehen, wo Okay. der Hubschrauber gelandet ist. Okay, ab jetzt ist auch für mich wieder alles neu. Das passt mal schon mal gar nicht hier. Okay, super. Ich mache jetzt hier ein bisschen vorsichtiger, dass wir nicht echt da runterfliegen, sonst muss ich nochmal ganz von vorne. So. Habe ich mich geärgert, weißt du? Was haben wir hier? Brauchen wir unseren Mafiosi. Vinny, sein Kollege. So. Alles klar, Leute. Es sieht gut aus. Wir werden das jetzt schaffen. Schlüssel? Ja. Wir haben den Schlüssel. Oh Gott. Ja, aber das geht. Hier geht's. Das ist aber das Katapult, ey. Ganz übel Geschichte. Ja, benutzen. Hab mich noch über das Boxposter gefreut, ne? Und dann bub ganz runter gelandet. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Sieht gut aus. Es ist aber gerannt. Jetzt bist du aber gerannt, ne? Hier kann man gleich abhören, alles klar. Soll ich das wirklich mich wagen hier? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ah, Voucher lässt aber auch nicht gut sein. Freigeschaltet. Klingeltonpups. Sollte man auch mal irgendwann probieren. Das hört sich ja alles bärig interessant an. Guck mal da drüben. Da geht's ab. Das sind die Mafia-Leute. Kann ich hier was machen? Normalerweise schon, ne? Warum macht's da nichts? Ich drück doch schon ganz viel B. Ist das ein anderes? Oh, jetzt muss ich natürlich den Weg wieder zurück. Langsam. Langsam. Okay. Puh, wir sind da. Alles klar. Das ist Rex. Vinny arbeitet also tatsächlich für ihn. Rex. Da komme ich niemals hin. Doch, das Was schaffen reden wir. Die bloß? Na, hör wenigstens zu, Alter. Ja, Polizeiskin, sorry. Jetzt. Belausch mas mir. Das waren sie doch, oder? Nicht mit BEO-Voucher. So langsam könntest du dir es aber auch mal merken. So hinzoomen ein bisschen und dann auf A. So. Noch ein Job? Wir hatten einen Deal. Ich hab Chan die ganzen Wagen für euch besorgen lassen. Den T-Rex habe ich auch beschafft. Und den Riesensmaragd. Und das Boot. Hast du eine Ahnung, was das für ein Aufwand für meine Jungs war? Ich habe da noch mehr Zeug auf meiner Einkaufsliste, Vinny. Auf sein Und Kap du nimmt. Wirst es mir beschaffen. Du hast mich nicht mal für den anderen Kram bezahlt. Ich habe auch Kosten. Und die Bilder, die du mir gegeben hast, taugen nichts. Was soll das heißen?
Das waren Bricassos. Echt? Bricassos, wie geil. Beschaff einfach das Zeug, Vinny. Oder ich muss dich ersetzen. Oh, da gibt's Druck. Und jetzt? Rex Fury treibt mich zur Weißglut. Ehrlich? Wir erledigen die ganze Arbeit und halten den Kopf hin und er behandelt uns wie Affen und bezahlt uns mit, ja? Erdnüssen? Sprich? Chase, wie viel hast du gehört? Nichts. Alles. Bis auf den Namen Rex Fury. Ach, ist dir auch egal. Ja, er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Weiter, Mann. Aber jetzt hat er den Bogen überspannt. So lässt sich ein Papalardo von niemandem behandeln. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was schwebt dir denn vor? Der größte Fisch von ganz Lego City. Der Walhai aus dem Aquarium? Nein, nicht so ein Fisch. Ich meinte Forrest Blackwell, den Immobilienmogul, Kühlschrankmagnaten und eigentlichen König der Stadt. Ja, dann hol uns hier mit dem Hubschrauber bald, oder wie stellst du das vor? Los jetzt! Okay, Vinny. Ich kann meine Tarnung noch nicht aufgeben. Gib dich zu Blackwells Meerestunnel in Fresco. Muss ich jetzt hier runterhüpfen oder was? Triff Mo am Eingang des Meerestunnels. Super. Dann springe ich jetzt hier runter. So. Haben wir es überlebt? Wir haben es überlebt. Alles klar, komm, schnapp dir das Auto. Wunderbar, ein wunderschönes Autole. Und ab geht's. Wir haben kein Nitro, stopp! Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Immer noch kein Nitro. Ich brauche was Schnelles. Hier! Fast geparkt, Leute, fast geparkt. Mit dem können wir doch gut abgehen. Sphinx. So. Alles klar, nächster Auftrag. Rex Fury also. Und der Ding, der Vinny will sich jetzt selbstständig machen. Wie sie weghüpft ist mit ihrem Bikini. La 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 la. Am Strand. Da war doch auch noch irgendwas, was ich mal machen wollte. Was war hier nochmal, Leute? Das. Da komme ich doch mit dem Auto gar nicht hin, oder? Dann schwimmen wir. ja, schwimmen, ne? Tauchen und ersticken, Alter. Anderer Skin, Mafiosi-Skin, komm. Jo, gerade noch. Okay, Spezialauftrag 10, Einbruch auf die Schnelle. Ein Meereswal. Ich bin gespannt. Ah, je. Jetzt bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Die Parcours werden immer kniffliger, habe ich das Gefühl. Okay. Hey, Chase. Hallo. Ich hatte mir den Tunnel echt schicker vorgestellt, so reich wie Blackwell ist. Der ist ja schließlich auch noch nicht fertig. Nach dem Skandal hat Blackwell das Interesse am Bauen verloren. Ach okay. Ja, was war da eigentlich los? Bitte? Hast du die letzten Jahre in der Höhle gelebt? Fast. So ähnlich. Blackwell wollte diese riesige Wohnsiedlung inklusive Einkaufszentrum oben im Bluebell-Nationalpark bauen. Ah, das haben wir schon aber gesehen. Dann hat dort jemand eine seltene Eichhörnchenart entdeckt und aus war der Traum. Zu dem Zeitpunkt hatte er aber schon Milliarden in den Bau der Blackwell-Brücke investiert. Geil, oder? Das muss ihn ziemlich getroffen haben. Oh ja, er war alles andere als begeistert und hat gesagt, er würde nie wieder bauen. Okay, weiter so, geht's. Jetzt sind wir lieber still. Ja, ist gut, finde ich auch. Ich warte hier und lasse den Motor laufen. Du gehst hoch, Mann. Sackst das Zeug ein und kommst zurück. Okay. Alles klar, Alterle. Klau den Inhalt von Blackwell Safe. Ja, ist gut. Hier gibt's natürlich wieder allerhand Zeug zu entdecken. Aber wir haben wieder gute Musik. Yay. Yeah. Ja, ja, ich muss mich nur kurz einstimmen auf die Musik. Haben wir gleich, haben wir gleich. Alles klar. Oh, yeah. Aha, was du alles drauf hast, Alter. Was du alles drauf hast. So, 1 von 4, okay. Hier ist was zum kaputt machen. Yo. So leise wie immer machen wir die ganze Geschichte hier. Okay. Hier steht ein Haufen Zeug rum, ne? Da darf man jetzt nichts verpassen irgendwie, glaube ich. Feuerwehr? Und öffne. Sesam, öffne dich. Wie von Zauberhand. Bam, 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 bam. Hier ist es sonderbar ruhig.
Ja, da kommen bestimmt welche. Vielleicht sind Blackwells Sicherheitsleute im Urlaub. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Okay. Wo ist er? Wo ist er, der Mafiosi? Hier. Okay, die Musik ist doch nicht ganz so zum Mitgrooven. Sie ist okay. 2 von 3. Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt schon wieder so ein Voucher-Moment. Vielleicht auch nicht. Das sind sie doch. Chase, hast du sie schon vermischt? Hast du sie schon vermischt? Stopp, gleich mal hier festmachen. Boop. Was war das? Einfach umschubsen. Geil. Okay, den Elektro haben wir immer noch nicht, ne? Leute, der fehlt uns noch. So, hier mal kurz die Dinger kaputt machen und löschen. Ne, löschen geht so. Genau, draufhalten, draufhalten, draufhalten. Sehr schön. Was geht, was geht? Hat sich das schon bewegt? Alles klar. Super, da müssen wir jetzt rüber. Da brauchen wir jetzt unseren Polizeiskin, ne? Oh, Schwingen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich mach da nicht lang rum, ne? Die Sachen, die mir schwer fallen, die lasse ich einfach so, wie sie sind, wenn sie klappen. So, Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da kommen wir noch tatsächlich vorwärts. Da, 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 da. Alles klar. Also hier ist ein Haufen Kleinigkeiten sind hier aufgebaut. Da muss man ganz genau gucken, glaube ich. Okay. Was passiert? Flute! Flute, Lute! Okay. Trampolin, oder? Nee? Was wird es sein? Wir werden es probieren. Ah, ein Gebläse. Yeah. Also die ganzen Level und so, das ist schon richtig cool gemacht, ne? Da kann man nichts sagen. Hallo, Freunde! Klatsch liegt da. Yo! Nein! Au! Alter, der hat trainiert. Der muss trainieren. Jay, so hast du ihn weggekickt, Alter. Okay, Astronautenteil. Ich bin gespannt, wann wir den Elektriker kriegen, ohne Witz. Auf den würde ich mich halt schon freuen. Ganz viele Sachen gehen uns durch die Lappen wegen Elektro. Hier geht nichts. Astro? Astroman. Farbenspiel. Rechts, links, oben, unten. Alles klar. Jetzt sind wir dabei. Rechts, links, oben, unten. Okay, was holt er uns? Was bringt er uns? Was ist das? Ein Zahnrad. Ah, auch schön. Jetzt können wir das Teil bedienen. Super. Wow, einen Meter nebendran wäre es zu Ende gewesen. Knappe Geschichte hier. Zahnrad, alles klar. Wo willst du hin, liebes Zahnrad? Hä? Runter? Muss ich runter? Wo muss ich nur hin? Alles klar. Das war jetzt eher Zufall. Das ist wieder so ein Moment, da hätte ich normalerweise ewig gesucht, ne? Da hinten liegt ein Skin, Leute. Was ist das? Ein Motorrad! Okay, vielleicht kriegen wir das. Was passiert? Die nächsten Sicherheitsleute kommen und wir stehen hier im Farmer-Skin. Ja, hallo. Guten Tag. Grüßt euch. Grüßt euch, oh ja, grüßt euch. Zacka. So, kommt mit B. Ne, der ist weg. Er ist schon weg. Er ist schon weg. Er hat sich aufgelöst im Nirvana. Der Verbrecher ist er verschwunden. Wie kommen wir da hintere? Wie kommen wir da hinten hin? Da kommt eine Treppe. Vielleicht von oben dann. Okay, alles klar. Hier muss was draufgestellt werden. Was wird es sein? Hier ist wieder zaunmäßig alles zu. Ne, ne, da probiere ich das gar nicht. Aha. Farmer. Alles dabei, ne? Durch die Bank weg. Feuerwehrmann, Farmer, Polizist, hier brauchst alles. Was kann man da draufstellen? Vor allem, wo kriegen wir es her, ne? 3 von 3. Hey, endlich mal ein Markenteil wieder. Hab ich schon lange mehr gehabt. Alles klar, komm, Farmer, ne? Geh mal da hoch. Du. Was haben wir hier? Okay, bin gespannt. Sieht aber aus, als wäre nur Geld drin, ne? Nehmen wir natürlich trotzdem mit, jetzt wo es so gut läuft mit dem Geld.
Ah, und hier ist auch das Ding und dann müssen wir es von hier auch irgendwo abschalten können, denke ich mal. Welche Farbe haben wir denn drin? Lila, wie immer. Wie immer lila, dann Wechsel. Nein, Wechsel. Rot, sehr schön. Super. Alles schon trickreich, ne? Aber da oben war noch mehr zu entdecken, glaube ich. Wir gehen nochmal hoch. Guck mal, da ist noch ein blauer. Hol ihn dir. Jo, haben wir noch erwischt. Siehst du, jetzt zeigt das Geld wieder links an und mal zeigt es rechts an. In der Mitte oben, ne? Ist immer unterschiedlich. So, abstellen, mein Freund. Yay. Aufbauen. Aufi, Maufi, Baufi. Okay. Chase. Lass nichts zu Wertvolles mitgehen. Machen wir gleich. Such nach was Glitzerndem, das Winnie gefällt. Okay, da will ich doch noch hoch. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Guck dir das an. Da ist noch ein verstecktes kleines Parcoursstück. Schauen wir uns an. Da war doch noch ein Skin, ne? Wir wollen ja auch den Skin noch gerne. Der liegt da unten drin. Das könnte hinhauen, Leute. Das Motorrad, ne? Nicht der Skin, Entschuldigung. Und diese Fahne, da ist doch bestimmt auch noch was, was wir machen müssen, oder? Astronaut. Mal gespinnt, wo er sich hinbeamt. Adiösle. Ja, wir kriegen den. Schön. Freue ich mich. Upsa, den gibt's auch bei Lego Worlds, glaube ich. So. Genau, hier haben wir auch noch was. Was fehlt uns noch? Nichts mehr eigentlich, ne? 4 von 4, noch ein Markenteil. Ja, coole Sache. Hier geht nichts, also Astronaut und ab. Jetzt machen wir noch das Fehlende und dann machen wir die Mission weiter, ne? Vielleicht schaffen wir mal 100%. Das wäre ja eine Geschichte. Ach Gott, wäre das eine Geschichte, war auch schon. So. Hä? Das muss man in einem Schwung machen, ne? Sonst hat man immer die Kappe auf. Wo ist denn jetzt hier noch was? Da oben. Mal ganz kurz in der Polizist, ne? Dass ich mich da... Ne, da müssen wir einfach ein bisschen mutig sein. Yay. Scheiße. Da ist wieder der Elektroskin, den wir nicht haben. Schade. Kann ich hier zufällig... Nee. Das war's, ne? Können wir jetzt runter. Schade. Warum ausgerechnet hier runtergesprungen, Watcher? Da ist Geld. Komme ich jetzt da hoch? Ja. Schade. Hätte mich jetzt gefreut, aber, ne? Wenn wir das mal mit 100% abgeschlossen hätten. Aber gut, es geht vielleicht wirklich erst, wenn man alle Skins hat. Wir sind schon ziemlich weit, ja. Uns fehlen gar nicht mehr so viele Funktionsskins, glaube ich. So, alles klar. Wie ging es denn jetzt hier weiter? Wo waren wir denn und wo waren wir nicht? Fahrstuhl. Hier müssen wir weiter. Okay, aber immerhin, wir haben es kontrolliert. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Ich bin gespannt. Wow, geil gemacht. Wäre ich ein zurückgezogener Milliardär, wo wäre dann mein Safe? Natürlich. Was? Ah, hier ist auch noch einiges. Wer will was von uns? Chase, ein paar Typen sind aus dem Nichts aufgetaucht und verfolgen mich. Ich versuche, sie von dir wegzulocken. Beeil mach dich! Mach das mal, mach das mal. Ja, ich schnapp mir das Zeug und hau sicher gar keine Aufmerksamkeit auf mich. Haben wir jetzt das Radio an, mach grad voller Hämmer. Geil. Alter, aber der hat's schon schön hier, ne, der Junge? Ziehst dir rein, weißt du? Da würde ich auch wohnen. Da ist ein Bücherregal. Das ist doch immer so verdächtige Geschichte mit Bücherregalen. Yay. Hallo Blackwell, mein Freund. Kann man nicht kaputt machen, ne? Ja, aber hier ist ein Ding. Was ist? Chase, Alterle, verlässt dich die Kraft. Nochmal. Oh, cool, da unten haben wir was freigelegt. La 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 la. Der hat eine geile Hütte, oder Leute? Da könnte man es aushalten. Wieso hörst du auf? Mach weiter, Digga, mach weiter. Suche das Geheimnis. Bestimmt zum Safe vor, weißt du. Da hinten ist es, Schränkle ist es. Jo. Mit die Aussicht hinten musst du dir mal angucken von dem, weißt du? Okay, schon mal nicht schlecht. Hier muss man aber was draufstellen. Da braucht man wieder unseren Verbrecher. Guck dir die Terrasse an, Alter. Hier will ich aber auch wohnen, weißt du? Coole Geschichte. Gegen meine Burg. Ja, komm, das machen wir.
Gibt Punkte bestimmt oder irgendwas. 3 von 4. Jo. Ich glaube, 3 von 4 hatten wir noch nicht, oder? Wieso hast du das jetzt umgefährt? Aha. Klavierbaum auf. Bin mal gespannt. Hier ging nochmal der Flohwalzer. Der Flohwalzer? Alterle, wir können doch nicht mal alle meine Entchen, oder? Ja doch, alle meine Entchen würde ich hinkriegen. Wir sind voll leise, ne? Also für Einbrecher kann man nichts sagen, Leute. Wow, 4 von 4. Cool. Ich find's cool. Das haben wir noch nicht gehabt, glaube ich. Finde eine Möglichkeit, den Tresor zu öffnen. Da sind wir ja dabei. Sind wir dabei. Wir machen ihm erstmal alles ganz hier. Na, 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 na. Was ist denn das hier für ein Gebilde? Was hat dann da drin? Skin. Den brauchen wir natürlich. Die Frage ist, ob wir den kriegen. Okay, hier ist erstmal ein Farbwechsler. Sehr schön. Können wir uns ausrechnen, was auf uns zukommt, ne? Können wir gleich färben, beziehungsweise ändern. Rot, alles klar. Wir halten die Augen offen. Ist das seine Familie? Links sein Sohn, rechts seine Frau? Siehste, das ist doch mal ein sinnvoller Ort für einen Safe. Okay. Und wir haben ihn aufgemacht. Cool, Scout! Da hat er seinen Scout drin versteckt und wir haben ihn. Er gehört jetzt uns. Oh yeah, hier Rex Fury Skin haben wir nicht. Hier ist wieder was zum Aufbauen. Ah, die Kiste. Okay, okay, okay. Die müssen wir da hinten hinbringen. Jetzt läuft uns natürlich die Zeit davon, aber wir haben ja gestern eine kurze Folge gehabt. Machen wir heute ein paar Minuten länger. So gleicht sich das alles wieder aus. So, ist das das Schloss hier für den Safe? Ich nehme es mal an, machen wir gleich. Ich guck mal, hier vorne haben wir noch irgendwas vergessen. Hier läuft ein Kabel, den Elektroskin haben wir nicht. Das hätten wir bestimmt von unten bedienen müssen. Gut, dann ist hier nicht ganz so viel mehr offen wie sonst, ne? Schöne Musik haben wir uns gemacht. Alles gut. Alles klar, Leute, bedienen wir die Dinger hier. Okay, das ist natürlich super. Hey. Einmal hier. Nur noch eine Ebene bis zum Safe. Ich bin gespannt. Oh, da kommen sie. Oh oh, ich hab Gesellschaft. Sesam, öffne dich. Oder einfach. Ich hätte erst kämpfen sollen. Öffne dich, wenn du eine Sesamallergie hast. Öffne dich, wenn du eine Sesamallergie hast. Eine Menge Zaster. Kein Wunder, dass Vinny diesen Ort im Auge hatte. Ich finde einen guten Humor, ehrlich. So, jetzt gleich verhaften. Zack, und den mit B. Streck ihn nieder, streck ihn nieder. Der geht kaputt, ne? Okay. Die grüne Smaragdeule. Zack, es geht's Gitter runter. Oh, guck mal. Wer bist du? Eindringling entkommt, Verfolgung aufnehmen. Warum hast du die Eule nicht geschnappt, Alter? Jeez. Oh. Geile Anspielung auf Matrix bestimmt, oder? Mr. Anderson. Alter Chase, was ist denn los mit dir? Hey! Was geht? Zieler fast! Zieler kommt! Er hat die Eule nicht mit. Oh Mann. Alter, wie viel sind denn das? Perfekt! Was hast du gesehen? Ja, geil! Geil! Jetzt geht's los! Und er ist gut drauf, oder? Alles klar, Leute. Geil, oder? Blackwells Villa Einbruch Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Super, Leute. Genau richtig zur Folgenlänge, würde ich sagen. Lass mal so heute. Sind wir ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, keine Ahnung. Passt genau. Freigeschaltet. Wen kriegen wir? Das war das Motorrad. Das haben wir uns geholt. Das Auto haben wir uns geholt. Eine gute Runde, bin mal gespannt, wie viel Prozent der Elektrozeugs hat uns ja gefehlt, ne? Schätz mal 90 heute, oder? 90. Ah, knapp 86. Und wieder einen goldenen Stein. Alter, sind da noch viele goldene Steine, die wir nicht haben. Hammer. Geschichte fortsetzen. Machen wir beim nächsten Mal hier weiter, Leute. Oder? Schauen wir mal ganz kurz noch rein. Wir schauen mal ganz kurz noch rein. Speichervorgang, ganz wichtig. Ganz wichtig. Alles klar, Leute. Gespeichert hat's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Ich hätte den anderen lassen sollen, den habe ich schneller wiedererkannt, ne? Noch ein Katapult. Super. Wow. Jo, wir haben aber, guck mal, wir haben fast 1 Million. Ich bin ja total stolz auf uns. Juhu. Leon und Mac. Boxkampf. Alter, Alter. Entschuldigung. Ich hätte mich da festhalten müssen, kann das sein? Scheiße, scheiße. Jetzt war ich so geblättet davon. Ich dachte, das langt doch nie im Leben. Alles klar, scheiße. Guck mal hier vielleicht hoch. Oh, nee, oder? Ey, guck mal hier, geil. Aha, aha. Alter Schwede, ich hätte mich da festhalten müssen. Rutscht da hier komplett ab. Was ist denn da noch? Jetzt haben wir natürlich grün drin, ne? Dann färbe ich ihn jetzt aber auch grün so. Bist der einzigste deiner Art, der nicht rosa ist, Digga.